Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in der Autokrise weitere Unterstützung beim Ausbau der E-Mobilität zugesichert. Er fühle sich in einer Verpflichtung, dass der Markt jetzt wieder anziehe, sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Besuch des Volkswagenwerks in Emden. Und alle, die wieder einen Zickzackkurs herbeireden, sollten sich klar machen, was sie damit tun, nämlich diese Investitionsentscheidung, die Arbeitsplätze, die Hoffnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass das, was gesellschaftlich verabredet wurde, auch sich ökonomisch rechnet, die wird zum wiederholten Male enttäuscht. Wir haben als Land, Europa und im Grunde jetzt die Welt und die anderen Märkte sind ja genauso unterwegs, einen Kurs eingeschlagen, diesen Kurs müssen wir halten. Er wolle helfen, dass VW ohne Standortschließungen durch die Zeit komme und personalpolitische Maßnahmen sich im normalen tariflichen Rahmen bewegten, sagte Habeck. VW hatte den Beschäftigungssicherungsvertrag gekündigt und mit Werksschließungen gedroht. Wenn es konzernpolitische Umstellungen gibt, dann erwarte ich, dass sie im Konzern mit der Belegschaft zusammen besprochen werden, im Rahmen beispielsweise von Tarifverhandlungen. Die Standorte sollten erhalten bleiben, alle Kraftanstrengungen sollten darauf gerichtet sein. Bei seinem Besuch wurde der Grünen-Politiker von besorgten Arbeitnehmervertretern begrüßt, die für ihren Standort mit rund 8000 Beschäftigten demonstrierten. Die Produktionsstätte in Emden gilt als eine der gefährdeten. Habeck verwies darauf, dass die Regierung kürzlich schon beschlossen habe, dass E-Dienstwagen schneller abgeschrieben werden könnten und auch die Nutzer solcher Fahrzeuge steuerliche Vorteile erhielten. Thorsten Nanninger vom Ortsvorstand der IG Metall in Emden sagte, man suche jede Hilfe, die man bekommen könne. Im letzten Jahr sind von heute auf morgen die Förderungen für die E-Mobilität gekündigt worden. Das haben wir gemerkt, da sind die Bestellzahlen eingebrochen. Und solche Förderprogramme dürfen natürlich gerne wieder aufgelegt werden, damit, ich sag mal, der Automobilstandort Deutschland auf alle Fälle weiter gestärkt wird. Ne? Für Montag hat Habeck die Spitzen der Automobil- und Zulieferindustrie zu Gesprächen eingeladen. Dann könnte weitere Hilfe angekündigt werden. Alle deutschen Hersteller leiden derzeit unter einer Absatzschwäche. Ein wichtiger Grund für die Krise ist die Schwäche des wichtigen chinesischen Absatzmarktes.